Liebe Theaterfreunde, liebe Kinder und liebe Eltern, ja, heute ist ja das letzte Türchen von unserem Adventskalender und da wollen wir euch natürlich auch noch persönlich frohe Weihnachten wünschen. Ja, deswegen melden wir uns heute mal hier aus dem Theater, das ja seit März geschlossen ist. Also diese Bühne ist seit März dunkel und wartet noch auf den Augenblick, wo sie wieder erstrahlen kann für euch. Und ja, ein schwieriges Jahr liegt hinter uns allen mit vielen Schwierigkeiten und Einschränkungen für jeden Einzelnen. Und aus den Märchen wissen wir aber, wo Schatten ist, da muss auch irgendwo Licht sein. Und ein kleines Licht wollen wir euch also jetzt in die heimische Stube schicken mit einem kleinen weihnachtlichen Gedicht namens Die Weihnachtsmaus von James Krüss. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck, das Mutter gut verborgen, mit einem Mal das Beste weg, am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich hab's nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich hab's nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hängen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus, ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sag ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Ja, das war unser kleines Gedicht für euch. Ja, und ansonsten, das Jahr, wie gesagt, neigt sich dem Ende und also möchten wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen, uns nochmal bei euch allen zu bedanken. Ihr habt uns wirklich ja, nicht nur finanziell, sondern auch mental sehr geholfen, dieses außerordentliche Jahr zu überstehen. Und wir sind nach wie vor immer noch absolut berührt und baff über die vielen, vielen wirklich liebevollen, wertschätzenden Nachrichten, aber vor allen Dingen natürlich auch die zahlreichen Spenden, die wirklich immer und immer eingegangen sind und uns immer wieder Hoffnung und Zuversicht geschenkt haben. Und natürlich wollen wir uns ganz besonders auch bei der Kinderbuchhandlung Nimmerland bedanken, bei dem wunderschönen Flair Gonsenheim, Glück in Tüten und auch der Apotheke in der Med. Die haben ganz tolle Spendenaktionen gemacht, um einfach auch auf Kunst und Kultur aufmerksam zu machen und zu helfen und haben uns wirklich mit sehr großen Spenden unterstützt. Und dafür möchten wir nochmal wirklich ganz herzlich Dankeschön sagen. Ja, außerdem bedanken wir uns auch, wenn man das Jahr nochmal so Revue passieren lässt, bei Thorsten Traxel und dem Mombacher Schwimmbad, der uns im Sommer eine Möglichkeit gegeben hat, außerhalb dieses Theaters zu spielen. Genauso wie HC von der Halle 45, der uns die Pforten geöffnet hat zum alten Auktionshaus, dass wir dort auch eine alternative Spielstätte gefunden haben, beziehungsweise leider nur einmal.
da dann leider der Lockdown wieder kam. Aber wer weiß. Ansonsten möchten wir auch danken dem Markus. Markus Schäfer hat uns nämlich im März hier ganz schnell einen Kurzworkshop gegeben in Film und Livestreaming, hat uns sein ganzes Equipment hingestellt innerhalb von einem Tag, sodass wir schnell für euch online produzieren konnten. Und natürlich bedanken wir uns auch beim fantastischen Michael Summ, der uns stetig mit seinem geschulten Ohr bei unseren Podcasts geholfen hat und auch musikalisch bei den ein oder anderen Podcasts uns unter die Arme gegriffen hat. Also hier an dieser Stelle auch da vielen, vielen Dank. Ja, und natürlich auch an den Christopher Flach, der auch mit seiner Stimme immer wieder zu hören ist in verschiedenen Hörbüchern und uns da immer wieder auch verzaubert mit seinen vielen verschiedenen Stimmen. Und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Schneiderin Birgit Braum, die einfach immer wieder so gute Ideen hat und uns jetzt auch in dieser Zeit geholfen hat, unsere Kostüme ein bisschen umzuarbeiten, dass wir eben auch mobiler auftreten können. Also auch ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Birgit. Und da sind natürlich noch ganz viele. Natürlich danken wir auch unserem Team, das uns, wenn es immer möglich war und wir auftreten konnten, unterstützt hat. Also auch vielen Dank. Es war natürlich auch für unser Team ein sehr anderes Jahr. Und natürlich danken wir auch dem Gourmet Mondial, Daniela Fader, die uns auch ihr Restaurant und den Innenhof dieses Jahr auch wieder zur Verfügung gestellt hat, sodass wir dort auch Theater und Dinner stattfinden lassen konnten, wenn auch nur einmal oder zweimal, aber immerhin. Ja, und natürlich danken wir jedem einzelnen Spender und jeder einzelnen Spenderin, ja, für eure große, große Unterstützung, dass ihr uns nicht vergessen habt, dass ihr ja trotzdem immer wieder noch an uns gedacht habt. Und wir sind einfach sehr berührt. Und ja, ich glaube, mit dieser Dankesrede möchten wir eigentlich auch schon übergehen ins frohe Weihnachten. Es ist ein komisches Jahr, ein anderes Jahr, ein seltsames Jahr, aber trotzdem wünschen wir euch ganz schöne, besinnliche Weihnachten und macht einfach das Beste draus und bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns ganz bald nächstes Jahr, entweder hier in unserem kleinen Theater und wenn nicht, dann online oder irgendwann auch wieder live. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Und einen guten Rutsch. Tschüss.